Schon beim Einlauf der Mannschaften wird es deutlich. Im Vordergrund steht der Spaß beim 9. Benefiz-Hallenfußballturnier in der Treumbrietzener Stadthalle. Wir sind das erste Mal dabei. Natürlich nicht aufgeregt, sondern einfach nur mit Freude überschüttet, dass wir dabei sein dürfen. Und möchten natürlich den afrikanischen Kontinent bestmöglich präsentieren bei diesem Turnier. Fair wie immer. Wir dürfen ja nicht grätschen. Ja, wir kommen, wie gesagt, seit 5 Jahren mit großer Freude her. Ich finde es besonders klasse, dass die Teams so kreativ sind und jetzt nicht unbedingt der Ehrgeiz an erster Stelle steht, sondern der Spaß. Veranstalter ist der SV Traktor Schlalach aus dem Nachbarort. Die Mecklenburgische Versicherung ist diesmal Hauptsponsor. Gespielt wird eine Mini-WM passend zur Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Wir spielen 10 Minuten jedes Spiel. Wir wechseln überhaupt nicht die Seiten, weil das macht keinen Sinn. Das dauert alles viel zu lange. Gewechselt werden kann fliegend und Tore können von überall erzielt werden. Von daher haben wir die Hallenregeln auch noch ein bisschen entschärft, um einfach just for fun viele Tore zu sehen. Das wollen die Zuschauer ja auch haben. Der Treumbrietzener Gunnar Leistner spielte früher beim SV Traktor Schlalach. 2010 hatte er die Idee, einmal im Jahr für einen guten Zweck zu kicken. Haben damals angefangen mit einer WM, haben Leute angesprochen, die wir kennen aus dem Fleming. Es sind 16 Mannschaften geworden. Wir haben ein Turnier gespielt und haben gesagt, wir stellen es für einen guten Zweck dar. Damals war es für die Kita-Spielkiste und mittlerweile ist es ja ein richtiges Event geworden. Wer verliert, scheidet aus. Spätestens nach 40 Spielen steht der Sieger fest. Spannend ist es aber allemal, wenn Mannschaften wie Brasilien und Deutschland aufeinandertreffen. Wir sind zum 5. Mal dabei und wir finden einfach die Stimmung genial. Den Einlauf, der ist richtig prima. Und wir sind immer wieder gerne hier. Und schon mal was gewonnen? Wir sind schon, vor 2 Jahren sind wir schon mal Benefiz-Turniersieger geworden. Versuchen das Ding heute wieder zu rocken, aber wir werden sehen. Es wird schwer. Viele aus der Region, was immer wieder schön ist, viele Leute wiederzusehen, mit denen man schon das ganze Jahr eigentlich nicht so viel zu tun hat und dann doch mal ins Gespräch zu kommen, ist schon echt geil. Macht schon echt Spaß und hoffen einfach, dass es noch viele weitere Jahre so weitergeht. Und der Benefizgedanke spielt auch mit? Auf jeden Fall, der Benefizgedanke. Wir sagen jetzt mal, wir trinken für Newtons weg. Ein Stück weit, ja. Können wir schon mal Prost sagen? Komm mal hier. In der Tat, denn je mehr gegessen und getrunken wird, desto mehr Geld kommt am Ende für den Treumbrietzener Freibadverein zusammen, der sich um das Catering kümmert. Der Erlös soll in das Kinderplanschbecken fließen. Wir sind mit Unternehmen in Verhandlungen, um eine Folie in unser Planschbecken zu legen. Wir sind gerade dabei, uns Kostenvoranschläge einzuholen. Wir werden bemüht sein, dass wir dies ja noch über die Bühne kriegen. Wenn die Folie im Becken angebracht wird, kann es zum Beispiel leichter gereinigt werden. Das Geld für den 3-Meter-Sprungturm hat der Verein mittlerweile zusammen. Gesucht wird derzeit nach einer Lösung, da die Beckentiefe für den Sprungbetrieb nicht ausreicht. Zurück in die Stadthalle zum Benefizturnier. Sieger wurde Mexiko, zweiter Russland und der 3. Platz ging an Brasilien. Insgesamt 2.300 Euro kamen zusammen. Im nächsten Jahr findet das Turnier dann zum 10. Mal statt. Solange wie es so läuft, wollen wir es weitermachen. Wir haben uns noch keine Gedanken über Aufhören gemacht oder so, weil es macht einfach Spaß.